Herzlich willkommen in Leipzig. Heute zum 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Eintracht Frankfurt gastiert heute also beim, ja, nicht unbedingt sehr beliebten, sagen wir es mal so, Rasenballsport Leipzig. Selçuk İnan führt die Frankfurter Mannschaft heute mit stolz geschwellter Brust als Kapitän aufs Feld. Und hier sehen wir eine Choreo der Leipziger Fans. Eintracht Frankfurt nach wie vor Tabellenführer mit 15 Punkten aus 5 Spielen. Bayern Zweiter, Dritter Dortmund punktgleich mit Köln, gegen die wir im letzten Video oder in der letzten Folge gewonnen haben. Kommen wir zur Aufstellung beider Mannschaften. Beginnen tun wir natürlich mit der Heimmannschaft, mit RB Leipzig. Gulaschi im Tor, dann Bernat, Orban, Compaire und den rechten habe ich nicht lesen können. Demme und Ilsanker im zentralen Mittelfeld. Bruma und Forsberg offensiv. Paulsen und Sabitzer im Sturm. Timo Werner sehe ich hier gar nicht. Und rechts ist es übrigens Schmitz, der dort spielt. Dass Bernat jetzt bei Leipzig spielt, ist schon krass. Aber okay. Die Eintracht wieder mit einer veränderten Aufstellung im Vergleich zum Köln-Spiel. Radetzky bleibt natürlich im Tor. Der Frankfurter Willems, Fayette, Hinteregger und rechts haben wir heute Da Costa für den etwas schwächelnden Sebastian Jung. In der Offensive macht Fabian in der Zentrale den Anfang. Rechts Hiroto, Nakagawa und auf der Bank nehmen heute unter anderem wieder Salcedo, aber auch Fernandes und auch Tavata Platz. Für den Fall, dass eben heute auch mal Jethro Willems ein bisschen schwächelt. Wir haben heute englische Woche sozusagen. Dementsprechend war Sebastian Jung eben ja nicht so ganz fit und deshalb habe ich mich mal entschlossen, ihn heute draußen zu lassen und dafür Danny Da Costa die Chance zu geben, sich zu beweisen. Anstoß also für die Leipziger, die auch gleich munter nach vorne spielen. Ich bin heute gespannt, was das für ein Spiel gibt, denn RB Leipzig ist ja doch eher eine Spitzenmannschaft, nicht so wie Köln. Und jetzt gibt es hier die erste Chance beinahe für die Leipziger. De Guzman klärt den Ball. Da Costa. Sicher gespielt. Und jetzt Hinteregger auf De Guzman. Willems. Man merkt, dass Leipzig hier ein hohes Pressing spielt. Oder es zumindest versucht. Selçuk İnan. Auf Da Costa. İnan. De Guzman. Und Willems. Hat ein bisschen Platz, spielt aber zurück auf De Guzman. İnan. Vor auf Marco Fabian. Fabian zieht den Ball nochmal zurück. Jetzt Allaire. Sebastian Allaire. Beinahe mit der ersten Chance. Leipzig klärt. Damit Einwurf für Eintracht Frankfurt. Die bislang ja, das Spiel wieder so ein bisschen in ihre Bahn gelenkt haben. Willems jetzt. Kann den Ball annehmen. Ah, bringt die Flanke leider nicht. Und das ist ein Ball für Fayette. Komm, den kriegst du noch. Schade. Hat er nicht mehr bekommen. Einwurf damit also für RB Leipzig. Forsberg. Und lässt ihn. Gleich durchgestartet, holt sich die Kugel. Hinteregger. Auf Selçuk İnan. Und jetzt Da Costa. Hiroto Nakagawa. Jetzt Allaire über den Flügel. Sebastian Allaire in den Rückraum. Da Costa mit der Chance. Aber abgeblockt. Nakagawa kämpft mit nach hinten, aber läuft leider ins Aus. Einwurf also für RB Leipzig. Ja, lasst euch Zeit, Jungs, ey. Das ist nervig. Und die Eintracht. Er kämpft den Ball zurück. Fayette. Raus auf Jethro Willems.
De Guzman, da gab es einen Foul auf der Außenbahn. Das habe ich genau gesehen an Willems. Aber Schiri hat nichts geahndet. Meiner Meinung nach war es ein glasklares Foul. Ihr könnt es ja nochmal zurückspulen. Und da auf die untere Außenbahn achten. Und Willems, Jetro Willems hat jetzt Platz. Kann durchgehen. Willems bis an die Grundlinie. Dann kommt die Flanke. Und einfach niemand ist da. Ball rausgeklärt. Schade. War eine gute Möglichkeit. Fabian. Raus auf Maxim Lestien. Schade, Fehlpass. Fehlpass des Belgiers. Schön abgefangen von Nakagawa. Der wird es heute auch nicht leicht haben. Mit seiner puren Schnelligkeit ist er zwar immer gefährlich, aber Schnelligkeit alleine ist bei so einem engen Spiel halt auch nicht der Heilsbringer. Jetzt Achtung, wieder eine gute Flanke. Radetzky ist da. Und Lestien, jetzt vielleicht ein Konter für die Eintracht. Au, Schiri. Pfui. Hey! Dass er da gelb zeigt, Glück. Sehr viel Glück, meiner Meinung nach. Für RB Leipzig in der Situation, nach einem richtig rüden Foul gegen Maxim Lestien, sieht Benno Schmitz nur die gelbe Karte und hat damit sehr viel Glück, wie ich finde. Freistoß von der Eintracht, der darauf folgt, war natürlich lachhaft. Fayet, artistisch. Jetzt Maxim Lestien. Auf Selçuk İnan. İnan? İnan? Okay. Was macht er da, Bruder? Wieder innen. Auf Hiroto, Nakagawa und da der Fehler. Missverständnis mit Fabian. Und leider schwebt Allaire wieder so ein bisschen in der Luft. Vielleicht sollte ich mal das nächste Spiel mit einer anderen Formation probieren. Weil momentan läuft das hier nicht so gut. Lestien. Auf De Guzman. Der braucht zu lang. Den Ball zu verarbeiten. Selçuk İnan. Da Costa. Auf Nakagawa. Komm, hol ihn dir. Nakagawa. Auf Costa. İnan. De Guzman. Lestien. Auf Marco Fabian. Und der wäre fast durch gewesen. Aber eben nur fast. RB Leipzig kann wieder klären. Erste Hälfte fast vorbei. Es spielt eigentlich nur Eintracht Frankfurt von RB Leipzig. Ist hier gar nichts zu sehen. Einzig und allein die Eintracht kommt nicht Richtung Tor. Jetzt wieder die Hessen. Ah, der Pass auf Nakagawa. Es ist zu leicht zu durchschauen für Leipzig. Und jetzt können sie ihrerseits wieder angreifen. Über Paulsen. Bruma. Jetzt Forsberg. Achtung, Fabian, schön mitgeholfen. Und das war's. Erste Hälfte ist vorbei. 0:0 steht es in Leipzig zwischen Red Bull, Rasenball und Eintracht Frankfurt. Marcel Sabitzer, der Stürmer der Leipziger, bislang ohne Schuss. Und natürlich auch ohne Tor. So, wir sehen nochmal die Highlights der ersten Hälfte. Hier die Faustabwehr von Radetzky gegen Bruma. Nee, gegen Paulsen. Sorry, mein Fehler. Die sehen wir gleich dreimal, weil die so toll war. Was haben wir noch im Pedo? Das üble Foul. Von Schmitz an Lestien. Gelbe Karte für den Kapitän der Leipziger. Und das war's auch schon an Chancen. Das ist krass. Also eine sehr chancenlose erste Hälfte. Die Ergebnisse, Halbzeitergebnisse seht ihr selbst. Und ich würde sagen, wir gehen in die zweite Hälfte. Wechseln werde ich jetzt vorerst mal nicht.
Ich würde sagen, wir können ein bisschen offensiver werden. Bislang war das hier gar nichts von RB Leipzig. Oder fast nichts. Muss man einfach so sagen. Sebastian Haller. Auf Da Costa. Nakagawa. Verliert den Ball. Da Costa. Schön den Steilpass abgefangen. Ah, Hinteregger, Innan steht im Weg. De Guzman, oh, das war ein Foul. Gibt also Freistoß für die Eintracht. Genau. Und hier haben wir Slobodan Medojevic, der ein Angebot bekommen hat. Vom VfB Stuttgart. Ich habe es aber abgelehnt, denn ich habe ja schon einiges mit der Saisonplanung gemacht. Und die Spieler, die wir jetzt noch haben und die nicht auf der Liste stehen, die wollen wir halt auch behalten. Ne? Dafür sind sie da. Jetzt der Pass von Jetro Willems auf Fabian. Marco Fabian. Selçuk İnan kriegt den Ball. Selçuk İnan versucht mit einem Abschluss. Aber der Ball wird geblockt von einem Leipziger Verteidiger. Jetzt der lange Ball nach vorne. Kommt an. Sabitzer. Versucht da Bruma zu schicken. Schafft's auch. Pfosten. Aber abseits. Fahren wir oben. Und es gibt den ersten Wechsel bei RB Leipzig. Demme geht raus. Für ihn kommt Keita. Mittelfeldspieler gegen Mittelfeldspieler also. Und weiter geht's. Eintracht Frankfurt. Ja, wir bräuchten jetzt endlich mal irgendwie ein Tor. Bislang ist aber nicht zu sehen, wie wir es schaffen sollen. Und da setzt sich Bruma durch im Kampf gegen Nakagawa. Der Japaner heute mit wenig guten Aktionen leider. Achtung jetzt, der Pass von Paulsen vor auf Sabitzer, aber Radetzky ist zur Stelle. Wieder Nakagawa. Jetzt auf Alea. Ball geht aber gleich wieder verloren. Weil der Franzose ihn da schlampig annimmt. Und jetzt İnan. Auf Lestienne. Der setzt sich da durch im Mittelfeld. Lestienne. Auf Nakagawa. Nakagawa. Geht in den Strafraum. Jetzt Alea. Sebastian Alea. Auf Lestienne. Und sie finden keine Lücke. De Guzman. Auf Fabian. Und dann kann Leipzig halt doch wieder klären. Lestienne. Schade. Verliert den Ball da außen. Jetzt Sabitzer. RB kommt jetzt auch wieder besser rein. Auch sie versuchen jetzt mehr. Da Costa. Schön dazwischen gegangen. Ganz, ganz kurz, wir wollen mal wechseln, würde ich sagen. Denn wie wir feststellen, oh, İnan ist schon ziemlich platt. Aber İnan möchte ich halt nur sehr ungern rausnehmen. Vielleicht wieder Meier? Mann, warum nicht? Wir wechseln mal Tavata für Willems ein. Komm, scheiß drauf. Und Meier für Alea. Und das war wieder ein hartes Einsteigen. Nakagawa jetzt. Über die rechte Seite. Wieder geschickt. Hiroto. Nakagawa. Nakagawa mit dem Pass, mit dem Schuss. Alea! Und das ist die Führung. Oder etwa nicht? Fahne war wohl oben. Abseits von Alea. Und da wird er ausgewechselt. Also Sebastian Alea und Jetro Willems gehen raus. Für sie jetzt im Spiel Meier und Tavata. Keine Führung. Abseits vom Franzosen. Weiterhin also 0-0. In einer engen umkämpften Begegnung.
Tabata. Oje, oje, oje. Radetzky gleich mal mit einer riesen Parade. War vielleicht doch ein Sicherheitsrisiko. Oh, schön gehalten von Lukas Radetzky. Vielleicht ein Sicherheitsrisiko, wollte ich sagen, Jetro Willems jetzt rauszunehmen und dafür den doch jüngeren und unerfahreneren Tabata zu bringen. Ecke Leipzig. Auf Pausen! Wieder gut gehalten von Radetzky. Boah! Paulsens Schuss gefährlich, wobei der Costa auch noch am Pfosten stand. Er hätte den auch noch abgefälscht. Nächste Ecke. Keita. Diesmal hoch rein. Radetzky hat ihn. Und spielt hier gleich weiter. Wo sind die Stürmer? Nakagawa. Auf Fabian. Auf Nakagawa. Ja, der versucht da einen Pass auf Meier zu spielen. Kommt aber einen Tick zu spät. Und wie es aussieht, hat sich dann Nakagawa auch verletzt bei dieser Aktion. Achtung, jetzt der Pass und die Führung für Red Bull Leipzig. Viel Chaos in der Defensive. Danny da Costa wird ein bisschen gerempelt. Kann den Ball deshalb nicht richtig klären. Und dann ist es Kaiser, dem der Ball sogar noch vom Schlappen rutscht, wie es ausschaut. Und der damit die Führung macht. Dominik Kaiser, erstes Tor diese Saison. Und natürlich sehr bitter jetzt für die Eintracht. Nakagawa, der ist wirklich ein bisschen angenockt jetzt. Ich würde sagen, wir wechseln nochmal. Sonny Kittel kommt jetzt ins Spiel für Marco Fabian. Ja, und Nakagawa, der sieht da nicht gut aus, greift sich an den Unterschenkel. Aber ich hoffe, er hält es durch. Ich hoffe, er bleibt noch fit, zumindest für diese eine Hälfte jetzt. Danny da Costa. Auf Nakagawa. Meier. De Guzman. Raus auf Tabata. Ah, und da war der Fehlpass. Schade. Wird das etwa die erste Saisonniederlage für Eintracht Frankfurt? Momentan deutet vieles darauf hin. Nächste Chance und nächster Treffer. Und jetzt ist die Niederlage wohl perfekt. Ilsanka mit dem 2:0. Die Eintracht jetzt defensiv, unkonzentriert. Das geht zu leicht. Und Stefan Ilsanker sagt Dankeschön. Und das genau. Beide Tore in einer Phase, in der eigentlich die Eintracht ganz klar am Drücker war. Doch was ist das jetzt schon wert? Lestien wird aufgehalten. Stefan Ilsanker jetzt auf Sabitzer. Hinteregger. Schön dazwischen, aber es war's. Der Schiri pfeift die Begegnung ab und Eintracht Frankfurt verliert das erste Saisonspiel. Und das ausgerechnet in Leipzig. Selçuk İnan enttäuscht. Genauso wie natürlich auch alle anderen. Stefan Ilsanker macht das entscheidende Tor, nachdem Dominik Kaiser RB Leipzig in Führung gebracht hat. Ja, schade. Wirklich schade. Vielleicht war es wirklich der Wechsel von Jetro Willems und Tabata, der Fehler war.
Hier sehen wir nochmal die Szenen des Spiels. Diese Faustabwehr von Lukas Radetzky, die wir jetzt schon einige Male gesehen haben. Beispielsweise aus der ersten Hälfte. Also wir haben wirklich RB Leipzig irgendwie nicht mehr unter Kontrolle gehabt am Ende. Ob das jetzt an dem Wechsel von Jetro Willems lag, ja, kann man sagen, ne? Auch Danny da Costa war nicht sehr unbeteiligt, muss man wirklich zugeben. Muss man auch sagen, aber das werden wir noch sehen. Jetzt hier erstmal die Riesenmöglichkeit. Fabian mit dem Schuss. Aller steht genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Aber dann die Ernüchterung. Abseits. Gepfiffen vom Schiedsrichter. Wohl auch zu Recht. Und dann kam Leipzig. Wurden immer stärker. Hier die Riesenchance, nachdem Nakagawa den Ball unglücklich abfälscht. Radetzky noch klasse gehalten gegen Ilsanker. Dann der Eckball. Yusuf Paulsen mit der guten Chance. Auch wenn Danny da Costa da noch genau richtig stand und den Ball wohl eh gehalten hätte. Mal abgesehen davon, dass er neben das Tor gegangen wäre. Dann hatten wir hier noch das üble Einsteigen von Orban gegen Nakagawa. Hier der Fehler von Danny da Costa. Dann der Querpass. Und dann Kaiser mit der Führung für RB Leipzig. Und dann war es hier schön rausgespielt. Das 2:0. Ilsanker mit dem Tor. Aber da war natürlich auch das Mittelfeld. Vor allen Dingen auch die Abwehr viel zu löchrig. Leipzig hat das gut gemacht. Aber darf natürlich nicht passieren. Brauchen wir nicht drüber reden. Schade. 1:0 Niederlage für die Eintracht. Die erste Saisonniederlage. Und diesmal waren halt auch die Spielverhältnisse nicht so deutlich wie sonst. Von daher muss man sagen, irgendwo auch verdient. Ganz, ganz ehrlich. Tja, schade. Was gibt's hier für E-Mails? Also, Branimir Hrgota wird zu Middlesbrough wechseln. Alles klar. Und Hiroto Nakagawa hat sich verletzt. Verstauchtes Knie, er wird 3 Wochen ausfallen. Ja, klasse. Also, jetzt haben wir unseren ersten Verletzten und das ist natürlich ausgerechnet unser japanisches Wunderkind, Hiroto Nakagawa. Schade. Damit müssen wir den erstmal setzen. Gacinovic zum Beispiel ist da, denke ich mal, ein ganz guter Mann dafür. Salcedo darf ja definitiv mal auf die Bank. Und alles andere werde ich mir dann vor der nächsten Aufnahme und vor der nächsten Folge angucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Auch wenn wir verloren haben, man kann nicht immer gewinnen. Ihr wisst ja, wie es ist. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen dennoch. Wir sind weiterhin Erster. Leipzig rückt mit diesem Sieg vor auf Rang 4. Also RB kommt jetzt langsam nach vorne. Dortmund auf Platz 3. Wir können ja mal kurz auf die Tabelle schauen. Nach 6 Spieltagen. Also Eintracht Frankfurt nach wie vor vorne mit 15 Punkten. Dann kommt der FC Bayern München mit 13. Dortmund und Leipzig haben jeweils 11. Und dann kommen Köln, Hannover, Berlin und Gladbach mit je 10 Punkten. Genau. Ja, wie es dann weitergeht, wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und genau, als nächstes dann das Spiel gegen Stuttgart. Dazwischen wird es bestimmt nochmal eine Patreon-Folge geben mit den aktuellen Trainingsgeschehnissen. Und ich werde mir natürlich auch in der Patreon-Folge dann überlegen, wie wir Nakagawa kompensieren und mit welcher Aufstellung wir ins Spiel gegen die Schwaben gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Schöne Grüße, euer Fritte. Ciao, ciao.